Ihr erstes Date. Bin ich zu spät? Nur eine Stunde, aber was soll's. Wird zur Katastrophe. Hey du, 11 Uhr? Wieso denn nicht schon um 10:30, hä? Von ihren besten Freunden zu einem Rendezvous verdonnert, herrscht zwischen Holly und Eric vom ersten Tag an grenzenlose Abneigung. Doch durch tragische Umstände werden die beiden erneut zusammengeführt in So spielt das Leben. Ihre besten Freunde kommen durch einen Autounfall ums Leben. Und ausgerechnet Eric und Holly sollen sich nun gemeinsam um ihre Patentochter Sophie kümmern. Als wir ihr Testament aufgesetzt haben, haben wir darüber diskutiert, wer sich um Sophie kümmern soll. Und sie benannten sie. Verzeihung, uns beide zusammen. Ich bin sicher, dass Sie Ihre Familiengründung anders geplant haben. Das muss ein Missverständnis sein. Ja. Wir sind nicht verheiratet. Nein. Wissen Sie, die beiden haben mal versucht, uns zu verkuppeln, aber wir haben es nicht mal bis ins Restaurant geschafft. Ich liebe romantische Komödien, aber es war mir wichtig, eine Story zu erzählen, die etwas mehr zu bieten hatte als einen Mann und eine Frau in komischen Situationen, die am Ende zusammenkommen. Wir brauchen einen Stundenplan. Das ist mein freier Abend. Sei froh, dass dein altes Leben vorbei ist. Das war doch scheiße. Mein Leben war toll. Ich hatte viel freie Zeit. Und was hast du da gemacht? Backen? Sie haben Sophie mehr geliebt als alles andere auf der Welt. Und wen haben Sie für sie ausgesucht? Uns. Es geht nicht ums Verlieben. Die zwei haben eine echte Herausforderung zu meistern. Mach das nicht, sonst kotze ich euch. Dann sieht's ja aus wie bei Slumdog Millionaire. Ich glaube, jede Mutter und jeder Vater, die gerade das Single-Leben hinter sich haben, können sich mit vielen Szenen in diesem Film identifizieren. Ich liebe es, Kinder um mich zu haben. Schlafmütze. Na dann mal los. Schätzchen, hallo. Nimm sie bloß nicht hoch. Bitte nimm sie bloß nicht hoch. Weil sie lernen soll, sich selbst zu beruhigen. Das ist ganz wichtig. Sie soll was? Sich selbst beruhigen. Selbstberuhigung. Ich habe das gerade gelesen. Das ist wichtig, Messer. Lass uns noch einen Moment warten. Vielleicht hat sie Hunger. Ich denke, sie ist hungrig. Jetzt gibt's was zu essen. Komm, gehen wir was essen. Ich dachte, wir nehmen sie nicht hoch. Wir haben schnell gelernt, die Kameras einfach laufen zu lassen und mitzunehmen, was wir bekommen. Denn jede Reaktion des Babys war wichtig für das natürliche, echte Feeling, das die Szenen transportieren. Holly, sie fängt an zu laufen! Halt sie auf! Wie soll ich sie aufhalten? Halt sie einfach auf, ich komme! Oh Gott! Tut mir leid. Was hast du gemacht? Du hast gesagt, ich soll sie aufhalten. Heutzutage sind die meisten Geschichten monothematisch. Unser Film sollte dich in einem Moment zum Lachen bringen, um sich gleich darauf wieder wirklich real anzufühlen. Ich habe endlich kapiert, warum Peter und Allison uns ausgesucht haben. Nicht etwa, weil wir sie am besten gekannt haben, sondern weil du und ich zusammen mit Sophie irgendwie eine Familie sind. Humor und Herzschmerz im gleichen Atemzug, das funktioniert, das ist das Leben. Wir wollten mit dem Film das echte Leben einfangen und trotzdem unterhalten. Hi. Hey. Wow, Sie sehen. Gott. Es ist besser, ich sag nichts. Man soll die Karten nicht gleich aufdecken. Hey, Messer. Hey, wie geht's, Doc? Danke, dass Sie heute Abend freigeben. Hi, kleine Maus. Schon gut. Sie hat übrigens alles, was sie im Schrank hat, anprobiert. Es ist also so gut wie ausgeschlossen, dass da heute nichts läuft. Okay, Messer. Wir gehen jetzt. Sie müssen wissen, sie hat schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Also, ruf mich an, wenn du mich brauchst. Ein Traumpaar wider Willen. Catherine Heigl und Josh Duhamel. In einer romantischen Komödie mit viel Herz und noch mehr Humor. So spielt das Leben. Was für eine Überraschung. Oh. Was ist? Süße, du hast Scheiße im Gesicht.